Turbodrift. Tito und Turbo sollen in Tokio einen Werbespot für ihre Tabasco-Soße drehen. Sie nehmen Titos Flugzeug für die Reise. Natürlich begleitet das Turbo-Team die beiden. Zeit, eure Schneckengurte anzulegen. Tokio liegt vor uns, wir landen gleich. Ups, das ist deiner. Ich bin ja so aufgeregt. Immerhin soll der Werbespot, den wir drehen, die Tabasco-Soße in einen neuen Kontinent einführen. Japan wird endlich den Geschmack einer echten, scharfen mexikanischen Soße kennenlernen. Natürlich wollten sie das mit dem Namen ändern. Sie heißt jetzt Turbo Hot Fish Power Soße Zisch 1 plus 2 Go. Und wir mussten das Rezept ändern. Sehr sogar. Aber wir sind doch auf dem Etikett. Glaube ich zumindest. Tito nimmt einen kräftigen Schluck aus der Tabasco-Flasche. Ehrlich, die Makrele schmeckt man fast überhaupt nicht. Es ist Abend, als die Freunde in Tokio landen. Sie begeben sich direkt in ihr Hotel, einem Wolkenkratzer. Von ihrem Zimmer aus haben sie einen fantastischen Blick über die ganze Stadt. Wow, was für eine Stadt. Tokio, Baby, diese Stadt ist wild. Katzen, die einen begrüßen. Es gibt Sushi in der U-Bahn und Toiletten, die mit einem sprechen. Die haben hier auch mehr Riesenmonster, als man zählen kann. Aber ich versuch's. Es gibt Mecha-Godzilla, den normalen Godzilla, Space-Godzilla, Godzilla-Saurus, Minilla, den U. Scharfe Stadt. Schärfer als ein Wasabi-Kaugummi. Asien? Mann, ich kann's kaum erwarten, mich umzusehen. Ja, es gibt so viel, dass... Keiner bewegt sich! Ich kann meine Noppenfolienmatratze nicht finden. Puh, ich dachte schon, es wäre was Wichtiges. Ernsthaft? Du hast all diese Koffer dabei und dein wichtigstes Schlafutensil vergessen? Mach keine Witze, ich brauche mehr als eine Sache zum Schlafen. Ich habe an meine Nachttischlampe gedacht, die Schlafmaske, die Tomatentherapiekerzen. Du könntest an was anderem weichen kuscheln, Boo. An einem Zuckerpäckchen? Nein, das funktioniert nicht. Chad, komm doch mit uns raus. Wir wollen uns die Stadt ansehen. Rausgehen? In einer fremden Stadt, wo so viel passieren kann? Nein, ich bleibe schön hier und suche meine Noppenfolie. Mach, was du willst. Aber wir gehen uns amüsieren. Komm, kleiner Amigo, Zeit für unsere Werbeaufnahmen. Och, jetzt schon? Deine Freundin bleibt am besten hier. Sie kann sich aus der Minibar nehmen, was sie will. Es gibt vor allem Fisch. Das wird ihrer Figur gut tun. Ich lasse mich nicht provozieren. Leute, ich weiß, ihr wollt mir zuliebe mitkommen. Aber wenn ihr lieber die Stadt besichtigen bis wollt, später, dann... Alles klar, man sieht sich! Schon machen sich Turbos Freunde auf den Weg, um die Stadt zu erkunden. In einer Sushi-Bar nehmen sie einen Imbiss zu sich. Checker bewundert die Toilettentechnologie. Flamme probiert ein Wasabi-Kaugummi und Bleifuß versucht sich in der japanischen Sprache. Nach der Stadtbesichtigung kehren die Schnecken zurück zum Hotel.